Moin in Ollis Modellbaukeller. Heute haben wir hier als Patient die Lok von Märklin mit der Artikelnummer 37320. Das ist die RE66 der SBB aus dem Märklin ZRE 1010. Und ich habe hier ein Platinenumbausatz von Nicole Keller mir besorgt mit Führerstandsbeleuchtung und noch erweiterten Schweizer Lichtwechsel. Und da möchte ich euch mal zeigen, wie ich das in die Lok einbaue. Ich habe schon die RE44 aus dem Set mit einem dieser wunderschönen Beleuchtungssets umgebaut und war so begeistert, dass ich das jetzt mit der RE66 auch tun möchte. Als erstes öffnen wir das Gehäuse. Ich habe die Lok schon vorher mal mit einem ESO Lok Sound V4 ausgerüstet, weil mir der Sound besser gefiel. Das ist natürlich eine Grundvoraussetzung, um diese wunderschöne Platine zu benutzen, damit man da alle Funktionen auch ansteuern kann. Die ist sehr super verpackt. Das ist auf richtig stabilem Material, damit da nichts passiert. Es ist auch auf der Platine alles sauber beschriftet. Schleifer, Rad, alles was man braucht. Aber das werden wir gleich im Zuge des Zusammenbaus uns genauer angucken. Als erstes entferne ich den Decoder und lege ihn beiseite. Dann werden wir vorsichtig die Original-LED-Platinen lösen. Die Original-Lok hat schon einen Schweizer Lichtwechsel mit weißem Rücklicht. Durch diese Platine bekommt sie zusätzlich auch noch eine rote LED. Am Ende, das zeige ich aber nachher, wenn wir das Funktionsmapping und die Inbetriebnahme machen. Drehen wir mal kurz um. Und dann können wir mal unseren Lötkolben nehmen. Der noch kalt ist, den müssen wir erstmal anwärmen. Dann lösen wir erstmal weiter. Schrauben. So. Ich werde jetzt die Kabel von der Platine nicht ablöten. Das hat einen gewissen Grund, und zwar schneide ich sie so ab, dass ich einen kleinen Rest von der Kabelisolierung mit der Farbe an der Platine lasse. Somit weiß ich später noch, welche Kabelfarbe an dem Lötpin wirklich befestigt war. Ich könnte auch ein Foto machen in der digitalen Welt. Aber da bin ich dann doch noch etwas analog. So. Nun
ist die alte Platine ausgebaut. Und wenn ich jetzt die neue hinlege und da überlege, sieht man schon, perfekt. Hat genau die gleiche Größe, um die einzubauen. Das sind die Führerstandsbeleuchtungen hier, die legen wir erstmal beiseite. Werden wir gleich mal die vorhandenen Kabel neu abisolieren und neu verzinnen. Das ist eigentlich nicht so richtig mit der Zange, aber manchmal muss man sich in der Not auch behelfen. Die Kabel sind jetzt verzinnt. Was ich aber noch machen werde, wenn ich die Lok schon fast komplett auseinandergebaut habe, ich werde eine kleine Motorwartung mitmachen. Dazu müssen wir das, wenn wir schon alles losgelöst haben, die Antriebseinheit einmal ausbauen.
die Bürsten einmal kurz entfernen. Die sehen aber noch sehr sauber aus. Ich roll die immer zum Reinigen über Küchentuch oder hier in dem Fall jetzt gerade ein Taschentuch. Und manchmal ist da ein bisschen Fett dran. Den Kohlestaub raus. Der Anker sieht noch gut aus. Jetzt nehmen wir, wie ich das immer mache, gute Erfahrung mitgemacht habe, ein bisschen SR24, reinige damit die Flächen der Zahnräder. Ziel ist es wieder, dass das hier ganz leichtgängig läuft. Das tut sie jetzt. Kommt da noch ein bisschen Öl wieder ran. Und zwar mache ich das auf die Wellen hier drauf. Immer auf der Seite. Dann auch. Einen Tropfen noch an die Achse. So. Teilen wir das ein wenig. Das war das Grobe schon. Dann kommt jetzt ein bisschen B52 Fett. Einmal auf das Zahnrad und die Welle vom Anker. Dann setzen wir das Motorschild wieder drauf. Handfest geschraubt. Es läuft leichtgängig. Jetzt machen wir hier einen kleinen Tropfen drauf und auf die Rückseite noch. Dann setzen wir die Bürsten wieder ein.
So. Und dann kommt die Antriebseinheit wieder in die Lok. Machen wir Sichtprüfung der Haftreifen, die sind aber noch gut, sehen noch sauber aus, nicht verölt. Drehgestellblende wieder drauf. Kupplung wieder ran. So, da ist das gute Stück wieder. Und nun werden wir mal die neue Platine montieren. Jetzt noch mal gucken. Hier sind die beiden Motoranschlüsse, hier kommen die beiden Kabel also ran. Dann haben wir die Führerstandsbeleuchtung, Schleife und Rad. Das muss ich bloß noch mal gucken. Lautsprecher, den habe ich gesucht. Hier sind die beiden Pins. Hätte mich auch verwundert, wenn das gefehlt hätte. Müssen wir bloß mal richtig rum einbauen. So. Das sieht schon mal gut aus. Einmal eine Probe. Den Schleifer, den bauen wir dann da. Da werden wir jetzt schon mal die Lötpads verzinnen. Hier kommt der braune von der Achse ran und der vom Schleifer ran. Hier müssen wir Führerstandsbeleuchtung, da auch. So, bevor wir es festschrauben, auf der Unterseite noch den Lautsprecher anschließen. Hoffen wir mal, dass das Kabel reicht. Das wird ganz knapp, so wie das aussieht. Deswegen werden wir noch mal den Lautsprecher leicht drehen. Mal gucken, ob das mit den Originalkabeln funktioniert. Zur Not müssen wir danach neue anbringen. Aber wir werden das erstmal versuchen. Das gefällt mir noch nicht. Lautsprecher. Und das sieht gut aus. Die Kabel liegen nicht auf Spannung. Da
Dann schrauben wir die neue Platine mal fest. Oh oh, da aufgepasst, da haben wir schon das erste Malheur. Das kommt davon, wenn man nicht aufpasst. Schon ist ein Kabel zerstört. Das werden wir jetzt mal schnell korrigieren. Der kleine Fauxpas von mir wurde korrigiert. Die Kabel sind lang genug, um die Platine trotzdem noch sauber hier einzubauen. Ich werde jetzt mal das ein wenig einkürzen. Ich werde mal kurz die Motordrähte und die für Schleifer und für Masse anlöten und melde mich sofort. Da bin ich wieder. Natürlich wieder einen Schritt zurück, nicht aufgepasst. Wir müssen natürlich auch noch die Motoranschlüsse ranbauen. Motor 1, Motor 2. Und den Lautsprecher. Ja, falls die Lok nachher falsch rumfahren sollte, kann es sein, dass wir die beiden noch tauschen müssen, die Motoranschlüsse. Das werden wir beim ersten Test feststellen. So, diesmal sind wir beim Zusammenbau etwas vorsichtiger. Legen die Kabel, damit die nachher auch nicht beim Zusammenbau im Weg sind, durch diese Nische hier durch. Und die hier legen wir hier durch. Somit verhindern wir hoffentlich, dass wir beim Zusammenschrauben die Kabel im Weg haben und die einquetschen. Vorsichtig gucken. Hier ist schon wieder eins dazwischen. Es sind doch ein paar mehr. Finale Kontrolle, das ist ein bisschen da, dass hier auch wirklich kein Kabel nachher eingequetscht ist. So, jetzt sind hier, das ist wahrscheinlich zur Isolierung daran geklebt, die Befestigungslöcher sind auch da zum Eindrücken in diese Nupsis. So, stecken wir noch ein bisschen die Kabel da ein bisschen unter und ein bisschen kanten die hier noch ab. So, da liegen die eigentlich von selber. Man kann sie natürlich auch noch mit ein bisschen Klebeband fixieren, aber da sollte in der Loch genug Raum sein. Jetzt haben wir hier noch einen kleinen Schutz drauf.
den entfernen wir. Was ich jetzt machen werde, ich werde einmal zur Sicherheit den Lautsprecher testen, weil wenn da was schief läuft, dass ich hier wirklich die Ohmzahl an den Pins habe, und wenn da was schief geht, dann haben wir den Decoder gehimmelt, das wollen wir verhindern. Deswegen messe ich den jetzt einmal kurz durch. Das war alles in Ordnung. Dann setzen wir jetzt den Decoder wieder drauf. Und dann kommt die Lok aufs Programmiergleis. Und wir können die erste Funktionsprüfung durchführen. Das werde ich jetzt mal tun. Und dann zeige ich euch gleich die Programmierung im Lokprogrammer. Ich war natürlich immer wieder etwas zu voreilig. Wir müssen natürlich auch noch die Führerstandsbeleuchtung einbauen. Die gehört natürlich auch noch dazu. Und dazu müssen wir die Führerstände rausholen. Das werde ich jetzt mal vorsichtig tun. Auf der einen Seite zeige ich euch das. Da gehe ich mit dem Schraubendreher vorsichtig unter. So, alles ein bisschen, das hat mit den Griffstangen zu tun, dass das ein bisschen hängt und schwer rausgeht. Muss natürlich aufpassen, nicht, dass einem da noch was von den Lichtleitern kaputt bricht. Aber da ich da schon einen Lokführer auf der einen Seite drin habe, müsste das eigentlich rausgehen. Ich werde es mal machen, sonst wird der Film so lang. Ich melde mich gleich. Da bin ich wieder. Die Führerstände sind beide ausgebaut. Dabei achtet man natürlich, dass jetzt das Gehäuse richtig rum zur Lok liegt. Ich hatte vorne schon einen Lokführer eingeklebt. Deswegen weiß ich, dass ich richtig bin. Ich habe jetzt hier die Führerstandsbeleuchtungsplatinen. Die haben sogar Klebepads dran. Kann man hier einfach reinkleben. Alles perfekt. Die Drähte müssen wir jetzt gleich noch einkürzen und sie anlöten. Und ich habe die hier vorne in die Nische drin, damit sie nicht so weit oben sind. Dann kann man sie wahrscheinlich, hoffe ich, von draußen nicht so doll erkennen, die Platinen. Ich setze jetzt die Lokführerstände wieder ein, kürze die Kabel ein und melde mich gleich wieder, wenn die Lok fertig verdrahtet ist. Die Führerstandsbeleuchtung ist nun auch angelötet. Es sind DCC-Farben. Plus ist also blau. Führerstand ist dann grau. Wir müssen bloß aufpassen, dass die nicht im Bereich in diesem Bereich liegen, weil hier kommen die Schrauben von unten durch. Da wird das dann gerne durchgequetscht. Das werden wir gleich beim Zusammenbau mal vorsichtig probieren und dann werde ich das Funktionsmapping vorbereiten und euch das Finale dann zeigen mit allen Funktionen. Kleine Information habe ich noch. Ich habe das Kontaktblech, was hier saß, für die Oberleitung. Das habe ich abgebaut, damit es nicht eventuell durch Zufall oder was weiß ich einen Kurzschluss gibt, weil ich brauche es nicht. Möchte man die Oberleitung wieder funktionsfähig haben, kann man das natürlich mit dem Draht lösen. Ich brauche das nicht, deswegen habe ich das Blech entfernt. Und was auch ganz wichtig ist, steht auch auf der Homepage von dem Platinenanbieter, man muss eine Decoder-Version haben ab Revision 4.1. Das müsste ungefähr 2015, 2016 Produktionsdatum sein. Sonst funktioniert das Fernlicht und die Führerstandsbeleuchtung nicht. Jetzt steht die Lok auf dem
Testgleis. Der Decoder ist fertig programmiert. Ich zeige euch mal die Funktionen und danach im ESOLOG-Programmer noch das Mapping, was ich gemacht habe. Das gibt es aber auch auf der Seite des Platinenanbieters. Als erstes haben wir ein Dreilichtspitzensignal, was mit der Fahrtrichtung wechselt. Die Soundfunktion lasse ich mal jetzt weg. Wir haben eine Führerstandsbeleuchtung. Wir haben die Möglichkeit, am hinteren Führerstand ein einzelnes weißes Licht zu machen, ein einzelnes rotes Licht. Oder wir haben auch die Möglichkeit, ein, glaube ich, sogenanntes Parklicht zu machen. Das sind drei rote LEDs. Das sind die Stopp, machen wir noch was vergessen. Es gibt natürlich auch ein Fernlicht, ein kleines. Zack, das gibt es auch noch. Das Mapping zeige ich euch jetzt gleich im Programmer.